Servus Leute, ich grüße euch zu den Bavarian Treasures, den schönsten und spannendsten Schätzen Bayerns auf der Spur. Diesmal möchte ich euch oder möchten wir euch den Helfenstein nähe der Ortschaft Zell zeigen und auch vorstellen. Also das ist ein, wir haben jetzt schon ein bisschen rumgegangen und haben das Ganze natürlich vorher schon mal ein bisschen erforscht. Und das ist ein wahrer Kraftort wieder, also ein richtiger Kraftort für unsere Vorfahren von den Kelten. Und die Kräuterhexen, die kommt dann später auch noch ein bisschen ins Bild, die macht nämlich dann ein bisschen was mit den Kräutern. Also die haben wir nämlich ein bisschen was mit dabei und die werde ich euch dann ein bisschen noch zeigen. Also, seid gespannt drauf, was das für Helfenstein, was das für Kraftort, was das ist. Und schaut schon mal im Hintergrund, da steht er. Und die Nahaufnahme, die kommt jetzt dann gleich. Also, seid gespannt. Bis gleich. So, das ist der Eingang eigentlich, kann man sagen. Steht natürlich wieder ein schöner Eichenbaum davor, weil die Eiche, ihr wisst ja, der Eichenbaum ist ein heiliger Baum vor die Kelten gewesen. So Leute, jetzt bin ich im Inneren von dem Helfenstein. Im Inneren deswegen, weil nämlich die Felsen, die wo da liegen, die bilden einen richtigen Raum, also um dem, wo praktisch ein Platz, sagen wir es ja so, wo die Felsen rundum liegen. Und das ist früher zu der Zeit von unseren Kelten, Vorfahren, und ein wahnsinniger Kraftort gewesen. Das ist ja jetzt immer noch, also es ist ein magischer Kraftort. Und das haben damals unsere Vorfahren hergenommen, den Ort, um mit den Göttern in Verbindung zu treten. Also die haben da gewesen, haben da ihre Opfer dargebracht, ihren Göttern. Und da haben die praktisch in dem Platz, da wo ich jetzt dann die schönen Bilder noch zeige, ihre Opfer gebracht. Also das ist jetzt nicht einfach nur so ein kleiner Abenteuerspielplatz, sondern das ist ein richtiger Kraftort, Ruhepool, sage ich mal so, Ruheplatz, wo man das richtig genießen kann. Also man soll das Ganze schon ein bisschen ehren, das Ganze, ehren, schützen, schätzen und bloß nicht auf die leichte Schulter nehmen. Schöne Redewendung übrigens. Ja, und daherin, da spürt man richtig, dass das früher oder überhaupt ein ganz besonderer Platz gewesen ist. Lasst euch verzaubern von den Bildern, die wo wir euch jetzt geben. Und die Kräuterhexen, die kommen jetzt dann auch gleich noch. Die hat nämlich ein paar schöne Kräuter für euch, ein paar Infos über die Kräuter, was mit denen früher zu der Keltenzeit oder im Mittelalter, was mit denen da gemacht worden ist. Und ein kleines Gewinnspiel gibt es dann auch noch mit dazu. Seid also gespannt drauf. Also, halt! Eine Sache hätte ich jetzt beinahe noch vergessen. Der Helfenstein, da wo ich jetzt herinstehe, das ist vom Bund Naturschutz, ist es zum Naturdenkmal gemacht worden. Also auch ein Punkt, warum dass man den Ort sauber halten soll, schützen und schätzen soll, wie gerade eben gesagt. Und nicht nur als Kraftort, sondern als Naturschutzort. Also, genießt es. Bis dann. Den magischen Ort. Die Bilder sind wirklich spektakulär. Wie die Felsen aufeinander liegen, ohne ja, das Runterfallen, dass der Platz immer noch so ist, wie er ist. Ja, die Kelten waren halt ganz ein besonderes Volk, die wo solche Plätze
richtig gesucht und gefunden haben, was praktisch mit ihren Göttern in Verbindung treten. Da ist jetzt umgefallene, weiß ich, denke mal, dass das wirklich ein Eichenbaum gewesen ist oder je nachdem. Und da geht jetzt wie so eine kleine Hülle, geht da nach unten. Ich werde dann noch von vorne hier noch filmen. Dann kann man da noch richtig schön reinschauen, ob da vielleicht noch irgendwas versteckt ist drin. Also habe ich ja gesagt, von oben her, dass man da richtig da reingehen kann, in so eine kleine Hülle. Natürlich bei Nacht ist es natürlich ganz anders. Das Fackellicht, das ist viel schöner. Da kann man richtig hier alles ausleuchten. Ja, ich habe ja gesagt, dass man da von oben richtig schön da rein kann. So, und gleich hinter mir ist die Burgruine Lobenstein. Wie schon gesagt, also Lobenstein, Helfenstein, das liegt eigentlich direkt beieinander. Also haben vielleicht ein paar hundert Meter ist das voneinander entfernt. Aber das Video, das kennt ihr ja schon, das haben wir ja schon mal gemacht. Die Burgruine Lobenstein bei der Ortschaft Zell. Da kommt jetzt gleich oben wieder so ein Button, da könnt ihr dann draufklicken, da kommt es dann automatisch zur Burgruine Lobenstein. Das wollte ich jetzt einfach bloß einmal so kurz mal noch erwähnen. Jetzt geht es allerdings dann mit dem Helfenstein gleich weiter. Einfach mal den Weg entlang. Jetzt haben wir mal auf einer Seite hier draußen. Und mal von der Außenseite mal ein bisschen filmen. Da wachsen zum Beispiel auf dem Felsen wachsen die Bäume drauf. Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was das für Ausmaße sind. So, aber jetzt mal ein bisschen weiter gehen. Ja, da geht man richtig zwischen die Felsen. Gehen wir da richtig schön durch. Da wachsen schöne Farne. So, und da vorne, wo ich jetzt vorfilme, da ist die Felsenwand, die große Felsenwand. Also ist schon wirklich spektakulär. Also es sind jetzt mindestens 10 Meter. Nein, das wird mit Sicherheit nicht lange. Ich denke, dass es mindestens 12, 13 Meter sind, wo das jetzt da nach oben geht. Also da werden die Kelten schon einen richtig guten Platz ausgesucht haben. So, und ich habe da jetzt dann noch was entdeckt, ganz oben. Und zwar hängt da noch eine Kette dran. Das ist wahrscheinlich von irgendwelchen Kletterer gewesen. So Leute, jetzt bin ich da. Gerade hat er mir ja schon erwähnt. Eine Kräuterhexen. Und ich habe mir da ein ganz interessantes Kraut für euch mitgenommen. Hey, Kräuterhexen! Du wisst heute. Ja. Augusti hat die gehört. Oh ja. So, und du erklärst jetzt die Kräuter. Das ist der Beifuß. Botanische Bezeichnung Artemisia. Das kann sowieso keiner aussprechen. Nein, passt schon, oder? Nein, Artemisia vulgaris. Ja, genau, das kann sich keiner aussprechen. Okay. Darum lasst man das lieber. Korbblütler, die Pflanzenfamilie. Es ist schade, weil das ist damals in der Antike einer der wichtigsten Heilkräuter gewesen. Also für Frauen, für die Frauenbeschwerden. Ganze Litanei, was alles gewirkt hat, Bakterien, antibakteriell, eben antimykotisch, Pilze, Appetitlosigkeit, also Unzahl, ja, ein Haufen Zeug halt. Und halt so, ja, zierten bloß noch der Gänsebraten als Gewürz. lecker, jetzt kriege ich Hunger. Das war jetzt der Beifuß. Beifuß. Die Germanen haben einen Mukwurz, Machtwurz. Genannt. Oh, also hat das schon richtig eine gute Bedeutung, die Pflanze. Ja, unter die alte Bedeutung. Das
ist dann eigentlich bei uns ausgestorben, also das Wissen. Das Wissen, ja, das ist halt, das ist so unscheinbar, wächst das halt auch auf die Wiesen und keiner weiß eigentlich, was das ist. Ne? Würzt damit und dabei ist das wirklich eine tolle Pflanze. Ja, und das werden wir euch dann, oder Kräuterhexen euch dann gut erzählen. Ne? Und, ja, ich also dann Frauenbeschwerden, Beifuß. Ich habe jetzt noch nichts gesehen, was ist denn das da eigentlich? Das ist der Reinfahren, das ist aber giftig. Und hauptsächlich ist das zur Motten-Ungeziefer-Vertreibung, den Duft mengst nicht. Okay. Motten, Flöhe. Das ist ziemlich interessant. Das so, ja, das wächst so auf der Wiesen, gell, und man denkt, das ist nichts Schlimmes. Dabei. Ja, ist aber schlimm, es ist schon gut. Wahnsinn, da ist es immer noch so eine schöne Farbe hat, gell. Es ist immer noch gelb, aber im Sommer ist es so richtig schick gelb, also ganz toll. Ja, und da haben wir noch die Schafgarbe, eine ganz wichtige Frauenpflanze. Oder auch Magen-Darm-Beschwerden. Wächst da gerne in die Wiesen draußen, also ganz einfach. Dann kann man auch einen Tee draus machen, oder? Ja, trocknen und ich mache dann einen Tee draus. Jetzt habt ihr drei Kräuter: Schafgarbe, Reinfahren und Beifuß. Könnt ihr euch gut merken in der Beschreibung, da haben wir es auf jeden Fall auch noch mit. Ne? Dann könnt ihr da das Wissen auch mit rausholen und wenn ihr dann weitere Fragen noch habt, geniert euch nicht. Fragt mich. Ja, Kräuterhexen ist da, die beantwortet alle Fragen, was ihr habt. Ja, ja, ich versuch's zumindest. Ja, genau. Weil mein Schwergebiet ist ja immer noch die Aromatherapie. Ja, das darf ich auch nicht, ein bisschen außer, nicht außer Acht lassen, das Ganze. Aber Kräuter gehören auf alle Fälle dazu. Lernt ihr nie aus. Gut, so, Netzert, jetzt geht's weiter mit dem Helferstein. Oder Helfenstein, wie er heißt. Ja, die Götter, die meinen es gut mit uns. Richtig schönes Wetter. Blauer Himmel kommt raus. So, das ist jetzt der Helfenstein von der Außenseite. So Leute, das war jetzt der Helfenstein in der Nähe der Ortschaft Zell. Die kennt ihr ja, die Ortschaft, bzw. die Burgruine Lobenstein, die war da ist, habe ich mich kurz vorhin im Video mit erwähnt. Ja, und wenn euch das Video von den keltischen Steine, Opfersteine, wo da drin sind, gefallen hat, dann wie üblich kommentieren, abonnieren, liken, die Glocke schön drücken. Und stopp! Jetzt hätte ich beinahe Kräuterhexen noch vergessen. Die hat nämlich ich bin auch noch da. Ja, die hat von den Kräuter da gut erklärt, weil Kräuterhexen, die hat nämlich noch was für euch. Ja, da haben wir uns was überlegt, dass sie fleißig kommentiert und der 20. der wo seinen Kommentar abgibt, sozusagen, natürlich hoffentlich was Positives, der kriegt eine gute Kräuterteemischung. Oh, das ist ja so. Aus meiner Sammlung, da haben wir eine, sagen wir mal, Wohlfühlmischung. Ja, schmeckt gut. Also ich habe ihn schon mal probiert. Der ist tut harmonisch. Gut. Schmeckt gut, tut gut. Genau. Also, gut, dann haben wir die jetzt doch noch mit drin und nicht vergessen. Ja, und mit den Worten, da verabschieden wir uns. Die Bavarian Threshers und Kräuterhexen. So. Bis bald. Bis bald. So Leute, jetzt haben wir eigentlich fertig geworden mit unserem schönen Video vom Helfenstein. Und dann haben wir sich gedacht, ja, weil wir jetzt gerade richtig schön zum Reichern angefangen haben, ewig, da wir da beim Helfenstein ein bisschen reichern. Ja, und was auf haben wir so alles? Einen mystischen Platz, haben wir sich gedacht, das passt doch ganz gut. Ja, ganz gut. Was haben wir noch alles dabei? Weihrauch aus Oman. Ja. Danke, liebe Schwester. Das genau. Ist so ein Überbleibsel vom Urlaub. Ja, danke. Und Rosmarin, genau. Rosmarin aus dem Garten, dann verschiedene Harze, Baumharze, Fichte, Kiefer. Und hast du noch alles gesammelt? Ein Ding, ein, wie heißt der jetzt? Salbei. Genau, und ein Salbei noch. Genau, und da werden wir jetzt ein bisschen räuchern. Genießen. Oh ja, besonders für die alten Geister von früher, von den Kelten. Weil der Helfenstein, das war doch ein ganz besonderer Platz bei den Kelten. Das, wo es jetzt natürlich auch immer noch ist. Und wir nehmen euch mit auf eine ganz besondere Reise beim Helfenstein und der Räucherei.
Man sagt ja auch, man soll den Göttern ein Opfer bringen. Und wir bringen es jetzt in Form von einem schönen Rauchquarz. Und den opfern wir jetzt den Göttern am Fuße von ihrer Heimbuche. Ich habe schon mal ein kleines Loch gebuddelt. So, und den stecke ich da rein. Natürlich dann wieder Erden drauf. So, ein bisschen Laub noch drüber. So, und so haben wir praktisch jetzt ein Opfer gebracht für die Götter, weil man soll ja da eine Dankbarkeit zeigen, dass wir das machen haben dürfen, das Video. Und somit haben wir da jetzt das Opfer gebracht. Gut, also. Und wir sagen Danke und auf Wiedersehen. Servus und pfiat euch. Servus und pfiat euch.